So, hallo und damit herzlich willkommen zu Animal Crossing New Horizons. Nach so langer Zeit ist es endlich soweit. Ich habe mir gedacht, so gerade so zum krönenden Abschluss mal ein schönes, entspanntes Animal Crossing. Wieder zurück auf Harmonia und ja, wie gesagt, Staffel ist noch nicht durch und ich habe ja auch versprochen, das auch durchzuziehen bis zum Staffelfinale. Und ja, wie gesagt, das wollte ich zumindest noch hier auf Kairinoa noch weiter streamen. Und ja, mal gucken, was wir hier so alles bewerkstelligen können. Ton ist super, yeah. Gut, dann können wir auf jeden Fall hier schon mal loslegen. So. Ich habe tatsächlich in der letzten Zeit echt nicht viel gemacht bei Animal Crossing, weil wir so viel zu tun hatten. Aber, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall jetzt ziemlich viel Freude und ziemlich viel Content, was wir beliefern können. Und das freut uns natürlich halt auch. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 1. März 2022, 23.15 Uhr hier auf Harmonia. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Oh. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Okay. Interessant. Wer könnte es sein? Ich hoffe, das ist ein guter bzw. ein süßer Bewohner. Oh. Mein Nook-Phone klingelt. Hallöchen. Hier, Nepp aus Nooks Laden am Apparat. Ein Verkaufskissengeld ist da. Wir haben gerade 3.932 Sterne auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Bis bald dann hoffentlich im Laden. Okay. Ach ja, hier hat sich auch nicht viel getan. Die Nook Diamond Bank. So. Oh, ich habe einen Stern nicht gut geschrieben. Yeah! Ein Elefant? Nein, das war auf deiner Insel, Schatzipu. Ach, du meinst wahrscheinlich den vom, Happy Home Paradise. Ja, da habe ich einen Elefant. Das stimmt. Die gelbe. Ah, ja, das ist tatsächlich aus Happy Home Paradise. Ja, die ist da, aber nicht hier auf der Insel. Was? Yo, Funkel K, ich habe ein echt gediegenes Möbelstück bei mir wieder entdeckt. Irre, was? Wie kann ich in meiner kleinen Bude so ein Teil verlegen? Egal, als ich es gesehen habe, musste ich direkt an dich denken. Ist ein Geschenk, Uta. Okay. Und Mama hat mir geschrieben. Meine liebe Kairinoa, der Schnee schmilzt dahin wie eine Kerze aus dem Sonderpostenmarkt und die ersten Blümchen strecken ihre Köpfchen aus der Erde. Der Frühling ist wirklich ein lustiger Geselle. Deine dahinschmelzende Mama. Oh. Ich wünschte, ich hätte so eine Mami. Soft-Eis-Lampe? Okay. Ich guck mal eben. Wie sieht die aus? Oh, cool. Oh, cool. Kann ich gebrauchen. Puppenset habe ich. Okay. Kerzenset von Mama. Oh. Süß. Was? Beim ersten Blick sehe ich, dass deine Insel viel schöner aussieht als meine. Oh, ja, aber guck mal hier. Ich habe alles hier zugemüllt, Mann. Ich habe leider keinen Platz. Es hört sich beschissen an, ich habe keinen Platz. Aber das kommt alles noch tatsächlich. Ich versuche alles so nach und nach alles auf Vordermann zu bringen. Karnevalsfahne, Softeislampe. Das organisiere ich tatsächlich alles so peu à peu.
Ja, die Hose klatsche ich auch hier in der Ecke. Ja, genau. Ich bin so schlampig, ne? Cool, Farbholzboden. So. Okay. Ja, ich zeig euch auf jeden Fall schon mal so, wie es aussieht bei mir. So. Geht man hier so rein. Hier sieht man ja sozusagen, dass hier auf der Seite auf jeden Fall schon mal ein bisschen anständiger aussieht. Als es noch auf der anderen Seite der Fall ist. Bin ein bisschen stolz drauf. Das ist echt schön. So. Und hier kannst du zum Beispiel hier so reingehen. Oh. Okay. Hier ist jemand gestrandet. Hier so ein kleines Lagerplätzchen. Und hier habe ich so einen richtig fetten Club. So als DJ, weißt du? Yeah. Habe ich tatsächlich aus dem Event von gestern bekommen. Und genau das habe ich tatsächlich gebraucht. Das Einzige, was schön ist, was? Du versuchst nett zu sein, lass dich nicht verunsichern. Sie ist ein Animal Crossing Nerd Girl und ich heule. Die Insel fällt immer und klare Rakete zum Opfer. Das Einzige, was man hat keinen Sinn fürs Inseldesign. Ach. Ja, guck dir doch mal bei mir an, wie es aussieht, Mann. Also beziehungsweise auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Mauer. Sag das mal so. So. Hier bin ich auf jeden Fall hier so mal dran. Also du kannst da reingehen und du kannst aber hier reingehen. Gehen aber erstmal hier noch so ein bisschen hier rum. Habe ich erstmal hier das ganze Obst und Gemüse angebaut. Hier kann man auch so ein bisschen rumgehen. Als kleinen Park. So ein bisschen rumlaufen kann. Was haben wir denn hier noch? So, ein Rasenmäher. Das habe ich hier so gemacht. Ne? So. Dann geht es hier zum Beispiel Richtung Geschäft. Habe ich hier so einen Einkaufswagen. Hier so ein bisschen so eine Art Parkplatz, den ich hier so hingestellt habe. Oh Mann. Das wollte ich doch gar nicht, Mann. So. Aber ich bin noch nicht fertig. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig. So, und das hier habe ich mir gedacht, ist ein kleines Café. So die Küche und so. Hier sind die Getränke. Auf dem Fernseher. Muss ich hinsetzen. Hier sind auch die ganzen Menüs und so. Ja, und hier bin ich noch quasi. So, das ist jetzt quasi die zweite Hälfte. Wollte ich auch hier so ein bisschen so dekorieren, wie es hier der Fall ist. Und dann kann man entweder hier rausgehen. Oder hier. Und dann hast du quasi diese kleine Partymeile hier drin. So. So viel zum Stand der Dinge. Huch. So. Erstmal provisorisch. Dann haben wir noch. Hier wollte ich so ein kleines Fitnesscenter aufbauen. Also beziehungsweise ist zwar noch nicht alles komplett hier organisiert, aber ich glaube, das kann man schon durchaus erkennen. Klos. Ja, so einen kleinen Planschbecken. So einer kleinen Sicht hier dran. Wollte ich hier auch so ein kleines, weiß nicht, einen kleinen Imbiss oder so einen Café machen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht disponiere ich tatsächlich auch um. Dann habe ich hier noch so einen Baum.
den ich gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich den nochmal bekommen habe, aber der war echt cool. Ich habe mir gedacht, da legst du einfach mal zu. Wie alles strukturiert ist. Ja, aber wie gesagt, das ist tatsächlich noch nicht fertig, ne? Also wie gesagt, ich bin da dran, aber es freut mich zu sehen, dass das alles so schön zu erkennen ist. Das habe ich gestern noch bekommen. Bin auch richtig gehypt. Yeah. Aber wie gesagt, das ist doch nicht alles. Ich habe nämlich noch hier so ein kleines, eine kleine Schlaf-Dings gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt hier die Leinwand jetzt hingestellt habe. Ich glaube, das ist erstmal provisorisch gewesen. Vielleicht wollte ich woanders noch ein Kino hinstellen oder so. Und dann habe ich das jetzt erstmal hier so provisorisch hingestellt. Aber ja, langsam nimmt's Gestalt an. Und ja, hier habe ich zum Beispiel auch die ganzen Tintenfische da rein gemacht, weil ich gedacht habe, so am Hafen, dann passt das nämlich auch ganz gut. Was? Ich bin auch immer, was sehe ich heute und will ins Reich der Schatten. Auch, dass alles strukturiert ist. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mir das tatsächlich auch so ein bisschen so von Chase Crossing so ein bisschen angeeignet. Also er ist auch durch sämtliche, also der hat auch sämtliche Inseln besucht und so, und ey, die sahen unfassbar gut aus. Ich habe mir gedacht so, okay, gut, dann ich war am Anfang beim ersten Playthrough, muss ich zugeben, ich war extrem frustriert. Und dann habe ich mir das dann halt so angeguckt und habe ich mir gedacht, okay, probierst du noch mal. In aller Ruhe. Und ja, und langsam muss ich jetzt auch nicht so beeilen, wie man es so von den anderen Streamern so gesehen hat, dass die innerhalb von, weiß nicht, 100 Stunden oder so plötzlich die Insel aussieht wie ein Paradies. Aber wie gesagt, so im Laufe der Zeit klappt das alles ganz gut. Ja, ich werde das auch alles hier so ein bisschen umstellen, sodass zum Beispiel die Geschäfte und so, dass die alle nebeneinander sind. Ne? Yo, Legende! Schön, dass man sich mal über den Weg joggt, Digga! Was? Das Peng am... Was? Oh, Alter, sie redet, als sei es normal. Das Peng beim Reden, einfach Peng. Als wenn nichts wäre. Boah. Ach Mann. Willst mich doch nur ärgern. So. Plaudern. Legende, meine Streife durch Harmonia ist zu Ende. Der Sektor gehört jetzt dir. Sehr gut. Keine Vorkommnisse. Sehr schön. Ich bin begeistert. So. Ich will aber erstmal meine Bewohner besuchen. Dass sie alle ihre Wehwehchen haben oder so. Hier ist, glaube ich, keiner. Dann guck ich mal. Guck, 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 guck. Oh, Bocky ist da. Ja, der heißt auch Bocky. Ich grüße dich zu dieser späten Stunde, Kairinoa. Gibt es etwas Prächtigeres als Frühling auf Harmonia? Wohl kaum, Kairinoa. Oh. Ach, ihr seid so cute. So. Besuchen wir erstmal Jimmy. Die checkt es nicht, dass sie ein Pro ist. Was? Wie kann man so reden? Ich bin tatsächlich kein Pro. Ich bin wirklich kein Pro. Ich habe nur halt so ein bisschen so durchgestöbert und so, welche... Ich habe ungefähr dann so eine Idee, wie meine Insel aussehen soll. Und ich mag das, wenn es so schön weiß ist und so ein bisschen so angehaucht ist, wie zum Beispiel bei Scala Ad Kailum. Und so ähnlich wollte ich es zum Beispiel machen. Also jetzt nicht natürlich 1:1, weil wegen Copyright und so. Aber halt so diesen Stil, so ein bisschen.
Aber ich kann natürlich jetzt keine Häuser aufeinander türmen, sondern tatsächlich alles diese ganzen Mosaikmuster. Also tatsächlich sehr ähnlich, was man zum Beispiel bei Pokémon gesehen hat, jetzt hier bei der 9. Generation. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt bei mir. Auch mit, okay, auch mit so einem Zen-Garten und so, aber das kommt alles noch. In Rocket League, Beat'em Up, klopp ich mit ihr durch, auf Animal Crossing werde ich durchgereicht einfach. Skalite, Kalium, Alter, ist ja nix. Was, Kalium? Hast du Kalium geschrieben? So, hi Jimmy. Ich hatte gehofft, dass du mal vorbeikommst. Ihr braucht Schlaf, wenn Mäuschen da ist. Ich werde Mäuschen genannt. Okay. Du siehst umwerfend aus mit dieser Arbeitsjacke. Hat dir das schon einmal jemand gesagt? Sei ehrlich, hättest du nicht auch gern ein paar Einfarbzocken? Dann ist heute dein Glückstag, wie. Du sollst solch ein modisches Highlight soll gleich deinen eigenen. Okay. Soll ich sagen, etwas an diesem Look schreit für mich förmlich Mäuschen. Creepy. Aber die Bude ist so hübsch, Mann. Die Bude ist echt hübsch. Ach ja, aber wir haben das Häuschen, glaube ich, nicht gesehen, ne, bei mir. Mache ich dann auch gleich noch. Wir haben ein kleines Gartenhäuschen noch. Aber wie gesagt, wir besuchen erstmal die Bewohner. Hallo, Kairinoa. Mach's dir gemütlich, Digga. So, Kleines, jetzt kommt eine wichtige Lektion. Bequemlichkeit wird überschätzt. Zum Beispiel Küchentücher. Aus Papier. Also letztendlich aus Bäumen. Stell dir vor, wegen jedem kleinen Fleckchen wird ein Baum gefällt. Oh. Oh. Ist sehr deep jetzt gerade. Als ich klein war, hat die ganze Familie sich ein Tuch geteilt. Einmal pro Woche wurde das gewaschen. Deswegen sieht das hier so aus. Hartes Pflaster. Hartes, hartes Pflaster. Was? Ist diese süßen Bewohner nicht so Dreck, der bei mir gammelt und glaubt, Papiertücher zum Abwischen. Boah, das klingt so, als würde ich die alle komplett im Dreck verwahrlosen lassen, Mann. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir haben hier noch ein paar Bewohner. Ah, hier. Andere sind wahrscheinlich noch am sind sie wahrscheinlich am Schlafen. Ich habe keine dreckigen Bewohner. Oh, ist jemand fleißig hier? Hallo, Dina. Ich krieg den Kreis schon noch eckig. Was treibst du da? Was ich da treibe, willst du wissen? Schau es dir ruhig genau an. Wenn ich fertig bin, wird das eine stabile Dunkelmischholzwand. Was du verlangt, echt Fingerspitzengefühl. Was normal nicht so meine Stärke ist, aber die Mühe lohnt sich voll. Was meinst du? Du weißt schon voll übers Basteln und so Bescheid. Ja, Respekt, Gänseblümchen. Ist ja nicht so schwer. Ich hätte es wissen müssen. Bist ja sonst auch immer ganz schön flott unterwegs. Zur Butterblume. Die Anleitung für eine Dunkelmischholzwand habe ich dir schon aufgeschrieben. Steck die trotzdem ein. Das kannst du ja weiter verschenken oder anderweitig loswerden, Funkel. Das ist doch was Positives an meiner Hitze. Okay. ich hasse alles und jeden, besonders Tanuki. Ach, der zieht doch nur ab. Ich verabscheue dieses Tanuki. Jeder braucht eine selbstgemachte Dunkelmischholzwand im Leben. Meinst du nicht auch? Ja. Ich mag meine Bewohner, die sind echt cute. Aber ja, Tanuki ist echt hardcore. Oh, Erika ist auch da. Oh, Huska, klasse, dich zu sehen, Funkel. Ist es nicht toll, bei gutem Wetter draußen zu sein? Wir müssen echt mal ein Picknick machen.
Oh.